Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Video mit eurem Xaro. Heute haben wir Post bekommen, heute steht viel an, sehr viel steht heute an. Und zwar haben wir ein ganz geiles Gerät gekauft, weil wir so ein Problem haben mit Tierhaare und dem Baby. Und ja genau, diese Tierhaare, die sind halt einfach irgendwie immer überall und unsere Haare auch. Und Staub und Dreck und so weiter. Deswegen haben wir uns überlegt, wie können wir dem ganzen Schmutz zumindest ein bisschen Herr werden. Ich zeige euch mal, worum es geht heute. Jetzt haben wir hier eine wunderschöne Couch. Die haben wir schon relativ lang, die ist eigentlich ganz cool. Und die ist auch jetzt eigentlich nicht besonders dreckig. Man sieht hier natürlich ein bisschen Staub. Ja. Man muss dazu sagen, dass wir das hier, ich glaube, gestern oder vorgestern sauber gemacht haben. Also halt ganz normal abgesaugt. Und ja, Tiere, wir, ne, da kommt immer Dreck ganz schnell drauf. Und deswegen, ja, haben wir uns heute ein Gerät gekauft, beziehungsweise ist schon da. Das schauen wir uns an. Dann, noch nebenbei, ich habe nämlich heute freie Bude. Streichen, ja. Hier war der alte Greenscreen, hier war mal das Regal, was da hinten jetzt aktuell steht, war mal hier gewesen. Also hier hatten wir unsere Fernseherwand gehabt. Und ja, dementsprechend sind hier einige Löcher in den Jahren entstanden, wo wir schon hier wohnen. Das habe ich die heute, beziehungsweise gestern gespachtelt habe. Das muss man nachher noch streichen, nebensächlich. Aber, weil ich freie Bude habe, können wir heute mal so richtig was machen. Xelian ist nämlich mit Oskar bei Oskars Oma, beziehungsweise Xelians Mama. Und wir können ganz, ganz, ganz viele wichtige Dinge noch tun. Denn meine Elternzeit neigt sich auch langsam zum Ende. Und lackieren. Ja, typische Problemzonen bei fast eigentlich jedem Arzt. Das sind die Türunterkanten. Und deswegen, die sind jetzt schon entlackt. Dann habe ich Unebenheiten gespachtelt mit Feinspachtel und jetzt neu grundiert. Innen bin ich schon fertig und das muss jetzt noch eine Stunde abtrocknen. Ungefähr, dann können wir es überlackieren. Hier hinten zum Beispiel bin ich schon fertig. Sieht echt gut aus. Die Farbton ausnahmsweise mal perfekt getroffen, also wirklich mega geil. Und genau, da müssen wir dann nachher auch noch fertig machen, damit das auch mal endlich Ende findet. Oh, da kommt Post! Das nenne ich mal Timing. Noch mehr Pakete. Man sieht schon, Sport. Und zwar habe ich mir ein paar Sportgeräte bestellt. Das zeige ich euch dann später noch. Aber ich glaube, das Wichtigste, was ich mir bestellt habe, ist noch gar nicht da. Mal gucken, ob das heute noch kommt oder morgen. Ansonsten machen wir da nochmal ein separates Video dann. So, ja, zurück zum Lackieren. Genau. Glaube ich, wird mega geil. Ja, freue mich schon, wenn das dann alles wieder ab ist. Und hier war tatsächlich sogar irgendwo hier, das sieht man gar nicht mehr, war ein relativ großes Rostloch, ungefähr so, war ein Loch gewesen. Das ist wieder, also ein Loch eigentlich nicht, aber da ist der Lack abgeplatzt und darunter hat es halt angefangen zu blühen. Metall war aber noch in Ordnung. Genau, sieht gut aus. Gehen wir mal nach oben. Tada! Um dieses Paket geht es. Der Thomas Staubsaugen erfrischend anders. Aqua plus Pet and Family. Der Tierhaar-Fleck-Wegmacher. Sieht ziemlich stylisch aus, sieht eigentlich aus wie ein normaler Staubsauger. Aber er hat hier so einen Wasserfilter. Und hat auch die Funktion, nass saugen, also so ein Waschsauger. Ne? Also der macht die Textilien nass und saugt es sofort wieder ein, so dass es gar nicht eigentlich so, ja, so nass wird, wie wenn man mit dem Schwamm zum Beispiel drüber gehen würde. Und ja, genau. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie gut das funktioniert. Das testen wir heute. Da ist eigentlich mega viel Zeug dabei, wie man sieht. Also hier so lauter Düsen. Hier sieht man schon hier. Da, ich muss natürlich auch richtig hinzeigen. Da sieht man schon hier, da wird auch Wasser reingesprüht. Und hier haben wir so eine spezielle Tierhaarbürste. Und. Und das werden wir jetzt auspacken und ausprobieren. So, gutes Paket. Das sieht auch schon voll glücklich aus hier. Family! Und ein Langhaar, keine Ahnung, Cäsar? Nee, Cäsar ist es nicht. Ich weiß nicht, was für eine Rasse das ist. Aber es sieht auf jeden Fall aus, als würde das Vieh
Hahn. So, das die Marke Thomas ist tatsächlich ein deutsches Produkt. Und ja, kennt man vielleicht sogar. Ja, und dieser Staubsauger ist tatsächlich auch Testsieger von 2020 auf Platz 3, glaube ich, war es, oder 4, weiß ich jetzt nicht. Aber irgendwo bei den Top 5. Und genau. Und wir haben echt überlegt, was nimmt man? Ja, Kercher gibt es ja dann noch und was war das noch? Ach, da gibt es noch andere schöne Marken, wo man sagen kann, okay, die werden wahrscheinlich nicht schlecht sein. Allerdings hat uns das hier überzeugt, weil es hieß, dass das so gut für Tierhaaren funktionieren soll. Und bei dem Taste war das tatsächlich auch der Fall, dass sie gesagt haben, dass das sehr gut mit Tierhaaren funktioniert und dass die selbst überrascht waren. Und genau, deswegen haben wir gedacht, ach, probieren wir mal aus. Und ist auch günstiger, also nicht das günstigste Produkt von den Testsiegern, aber günstiger als das, was auf Platz 1 ist oder die danach, also nach dem hier platzierten. Und mit, ich glaube, 190 Euro ist man hier bei diesem Komplettpaket dabei. Finde ich sehr, sehr günstig eigentlich, wenn man jetzt mal dann das testen werden und es wirklich auch so gut funktioniert, dann bin ich guter Dinge, dass das eigentlich ein guter, fairer Preis ist. So, wir haben eine Anleitung, dann haben wir hier ein Reinigungskonzentrat für Sprühextraktion. Schauen wir uns dann nachher noch genauer an. Dann haben wir hier unsere Sprühdüse. Ihr müsst zugeben, ich habe erwartet, dass das kleiner ist. Auf den Bildern sieht das so klein aus, aber das ist schon verrückt. Das ist eigentlich. Ich hol mal was. Standard Staubsauger Unterdings. Das Ding ist schon, keine Ahnung, 10 Jahre alt. Aber das Geile ist, der Staubsauger funktioniert immer noch. So, und das ist tatsächlich die ganz normale Größe. Also auf den Bildern sieht das aus, als wäre das kleiner. Aber es ist tatsächlich ganz normale Größe. Wir haben gedacht, ja, dann hat man so eine Düse, ja, und dann muss man alles so filigran abschruppen. Das wäre natürlich nicht so geil. Aber das ist geil. Das finde ich gut. Hier, da kann man das hier umklappen noch, falls man direkt sprühen will oder hier gleich wieder abwischen. Das ist eigentlich ziemlich geil. Wie genau das dann alles funktioniert, das probieren wir dann später noch aus. Und ich freue mich, das auch im Auto zu verwenden oder auf dem Teppich oder man soll wohl auch den Boden damit ganz gut putzen können. Das werden wir alles ausprobieren. Betten sollen wohl auch ganz gut gehen. Schauen wir mal. Kleinere Düse gibt es auch, ja? Also wenn man, weiß ich nicht, eher was Kleines hat oder zum Beispiel im Auto macht so eine große Düse vielleicht nicht so viel Sinn. Ja. Dann ist so eine kleine Düse vielleicht ein bisschen praktischer. Je nachdem, was für Flächen man bearbeiten möchte. Dann Verlängerungsschlauch, also beziehungsweise Verlängerungsschlauch. Den Schlauch muss man dann an dem Gestänge entlang führen. Sieht man ja auch hier die Halterungen. Und genau, da kommt dann das Wasser durch. Dann haben wir hier noch eine Düse. Sieht einer normalen kleineren Düse aus mit so leichten Borsten hier unten. Boah, also man muss schon sagen, das ist echt viel, was man hier kriegt. Für ein deutsches Produkt, normalerweise sind deutsche Produkte relativ teuer. Ich finde 200 Euro für so viel ist wirklich günstig. Also da kann man echt nichts sagen, also ganz ehrlich, das ist wirklich krass. Genau, das ist die spezielle Tierhaarbürste, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder die soll sehr gut für Tierhaare sein oder generell Haare, weil hier so Bürsten sind, die rotieren, wenn man saugt. Und die fangen dann halt die Haare hier drin ein, ja? Oder schrappen die so ein bisschen vom Boden ab. Das ist eigentlich ganz geil. Nennt sich hier jetzt Turbo Crush. So, noch eins. Das ist wirklich krass. Aber wirklich nice. Ich kann da nichts einfach aufrufen. So, jetzt haben wir hier einmal ganz normale, normale Staubsaugerdüse hier. Hier ist so eine Gummilippe noch. Wahrscheinlich um das Wasser, wenn man über den Boden geht, abzuziehen. Ja. Nice. So, dann haben wir natürlich den Saugrohr. Sauggestänge. Lässt sich wohl ausfahren. Da bin ich sehr gespannt. Bei unserem aktuellen Staubsauger muss ich ziemlich weit nach unten gehen. Ich bin 1,80 groß.
Da bin ich mal gespannt, wie das hier ist. Da wird natürlich dann gerne gespart, dass man dann sagt, ja, wir brauchen keine 2-Meter-Stange. Das reicht ein 1 Meter so ungefähr. Da bin ich sehr gespannt, wie weit ich da runter muss. Aber ich sehe schon, wenn da nicht noch irgendwo was drin versteckt ist, dann glaube ich, wird das hier ungefähr dieselbe Länge sein. So. Ja, kennt man, ne? Für so Ritzen, wenn man irgendwas Kleines hat, zum Beispiel zwischen den Sitzen oder so, dann kann man damit reingehen und das schön aussaugen. So, dann haben wir hier auch noch einen Filter. Da bin ich jetzt mal sehr, sehr, sehr gespannt, weil er ja einen Wasserfilter hat und sie glaube, also ich, zumindest meine ich das zu glauben, dass sie werben, dass man beutellos saugen kann. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, weil ich jetzt doch ein bisschen überrascht bin, dass hier ein Beutel drin ist und ich mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen wundere, was da los ist. Aber das sehen wir dann, vielleicht ist das auch nur, wenn man, keine Ahnung, normal saugt. So, was haben wir hier? Keine Ahnung. Ja, ist wie was vom Wassertank oder so. So, da ist das Herzstück. Die am besten außen klappen und kriegen wir den nicht raus. Okay, ordentliches Gewicht. Okay, der ist größer als ein normaler Staubsauger. Auf den Bildern sieht er aus, als wäre das so eine ganz normale Größe, aber er ist deutlich größer und echt schwer. Also ich weiß nicht, was er wiegt, aber ja, über 5 Kilo bestimmt. Also das ist schon, das Ding hat Gewicht. So, schauen wir mal. So, wow! Also ich muss sagen, das sieht echt geil aus. Also der hat ja mal, das sieht ja mal echt geil aus. Boah, der fährt sich auch schön. Es könnten, ey, das ist ein super geiles Spielzeug. Nein, der sieht wirklich, wirklich sau edel aus. Also da muss ich echt sagen, der sieht echt gut aus. Also das ist schon sehr ordentlich. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Reisekoffer. Okay, hier haben wir den Wassertank. Ja. Da war wohl auch mal Wasser drin. Ich nehme mal an, dass die testen, bevor die die rausschicken. Ob die auch wirklich alle funktionieren. Das, meistens bei so hochwertigen Produkten wird das oft gerne gemacht, dass die dann so einen Kurztest unterlaufen lassen, damit nicht gleich beim ersten Benutzen dann gleich zurückgesendet wird. So, wow! Ich finde auch die Farbkombi super geil. Ja? Orange, grau, so mattgrau. Dann haben wir hier innen blau, ja? Das suggeriert gleich hier das Wasser. Super geil, auch wie das aussieht. Also ich finde das wirklich, sieht super gut aus. Ich bin ja jetzt nicht so der Fan von Haushaltsgeräten. Da bin ich schon ein bisschen typisch Mann. Aber das hier, also das gefällt mir schon sehr gut, muss ich mal sagen. Dann haben wir hier wohl den Filter. Ich nehme mal an, dass man den nachkaufen kann oder sogar muss, wenn der irgendwann ja zu schmutzig ist oder so. So, ja, das sieht doch mal richtig cool aus. Schaut euch das mal an, wie schön das hier designt ist. Also ich finde das schon echt super cool. Es hat schon was so von so einem Auto irgendwie. Also vom Design her hier da drin, da ist die Turbine, die Wasserturbine. Dann haben wir hier den großen Bereich von dem Tank. Ja, cool. Also hier unten haben wir nur so einen, würde man sagen, so einen groben Filter. Okay. Genau, und hier auch nochmal ein Filter. Also wie genau das jetzt funktioniert, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wie genau das dann jetzt abläuft, wo was wie reinkommt, kein Plan. So, genau, und dann kommt das hier zu. Ja, klick, klack macht's. Wir haben 3 Stufen, Min, EQ, Max. Und dann hier können wir einschalten, ob die Pumpe mitbenutzt werden soll oder nicht, nehme ich mal an. Hier hinten haben wir den Wassertank, ja, der kommt da einfach so reingesteckt, da sieht man hier die Öffnung hier.
Und dann steckt man das da rein. Kann auch das Wasser einfach hier oben nachkippen. Fährt sich echt cool. Reifen sind gummiert. Hier haben wir den Stecker hier unten mit Kabelrolle. Ja. Das Kabel ist, glaube ich, 10 Meter lang. Das ist krass, das ist ordentlich. Also das ist schon eine ordentliche Länge. Hier unten, was haben wir hier? Ja, genau, da ist auch nochmal. Ah, das ist ein Luftfilter hier. Schaut her. Also ein kleiner Stoff. Da saugt er die Luft oder gibt die Luft ab. Ja, genau, da gibt er die Luft ab, die er halt einsaugt. Und die wird nochmal gefiltert, so wie das aussieht. Boah, nicht schlecht. Mhm. So. Vorne nehme ich mal an, steckt man den Schlauch an für die Wasserdüse. Und es ist cool, ne? Weil das hier alles auch offen ist. Ich nehme mal an, wenn wir hier saugen, dass das hier alles, dass wir das hier drin sehen werden, wie das arbeitet. Weil wir sehen ja hier oben die Filter, dann haben wir da hinten den Filter hier drin, ja. Also ich nehme mal an, dass wir hier drin tatsächlich arbeiten sehen, ja. Hier auch. Und da bewegt sich gerade ein Tier. Keine Ahnung, ob das von mir jetzt, von hier jetzt ist oder ob das da drin lebt. Genau, und ja, auch hier, glaube ich, sehen wir dann, wie das Wasser hier reinfließt. Ich bin schon sehr gespannt. Ast rein hier, also wirklich. Hier haben wir irgendeine Halterung. Ich weiß nicht, was das für eine Halterung ist. Keine Ahnung, ob man da die Stange befestigt. Ich glaube fast ja, oder was? Irgendwie hier so eine Muffe oder so irgendwie. Ja, genau, da kann man das dann verstauen. Mhm. Gut, ich würde sagen, wir bauen das Ding jetzt mal auf. Und dann, ja, wenn wir das Gerät testen. Wir kriegen hier tatsächlich zwei, ich sag jetzt mal, Schnellinstallationen. Eigentlich ziemlich cool gemacht. Hier haben wir Waschsaugen. Man sieht, dass hier der Tank rausgeholt wird und hier dieses, der hier eingefügt wird. Ich habe keine Ahnung, was der macht, aber das werden wir dann sehen. Und dann soll man den wieder zumachen. Dann kommt der Tank wieder rein. Genau, man soll von diesen Mitteln hier was reintun, das hier mitgeliefert wird. Und ca. 1,8 Liter Wasser bei maximal 30 Grad. Und hier steht auch, man soll ihn dann nicht aufrecht stellen. Weil der Tank ja hier ist und wenn man den aufrecht stellt, kippt er natürlich hier das Wasser nach draußen. Ich glaube, das brauchen wir nicht erwähnen. Aber verständlich. So, dass sie das dazu schreiben. Nicht, dass es dann irgendwie irgendwelche Klagen gibt. So, und dann sollen wir natürlich das Rohr befestigen und den Schlauch für die Waschdüsen und das alles schön befestigen. Genau, und dann ist er betriebsbereit. Es gibt auch noch eine Rückseite. Ah ja, Strom, klar. Ohne Strom geht nichts. Aha, hiermit kann man dann extra Düse anmachen. Ja? Also sprich, um zu spritzen. Ja? Also wir können aber sagen, nee, jetzt nicht oder doch. Also mehr oder weniger. Ne? Das ist eigentlich ganz cool. Dann für Teppich soll man das so machen. Und wenn wir so Harzböden benutzen oder fließen, dann sollen wir diesen Clipser hier umkippen. Also der hier, ja, mit dieser Gummilippe, die hier dabei ist. Ja? Wenn man das umdingsen kann. So, zeig. Genau, wenn man es dann umgeklappt hat, dann ist das hier hinten fest und dann kann man damit ganz normal den Teppich damit absaugen. Und wenn man das runter macht, dann ist er für Hartböden. So, okay. Dann natürlich an. Ich glaube, Maximalleistung soll an sein. Und was? Stecker? Ach so, wenn man fertig ist, wieder ausmachen, dann den Stecker ziehen. Ja, logisch, okay. So, und genau, und den Tank kann man dann ins Klo kippen. Man soll ihn dann trocknen lassen, nehme ich mal an, würde ich mal jetzt so sagen, und fertig.
So, aber er kann natürlich auch normal saugen, wie man sehen kann. Trocken saugen, also aufmachen. Anschließend Wasser. Okay. Ach, weil er ja so einen Wasserfilter hat, genau. Dann auch nicht aufrecht stellen. Genau, Strom anschalten, je nachdem, was man saugt. Umklappen und danach den Tank entleeren und säubern und natürlich abtrocknen lassen. Vom Filter jetzt hier selber steht jetzt irgendwie komischerweise nichts drin. Da bin ich mal mega, mega gespannt, für was man den braucht. Aber wir bauen das jetzt mal zusammen. Ganz schön Hitze hier in dem Rahmen. Es ist echt warm geworden. Aber, also auf den ersten Blick sieht es echt extrem sauber aus. Und wenn man jetzt hier mal so drüber geht, es ist leicht feucht, aber jetzt nicht nass. Also man sieht es, ne? Also, es ist nicht nass. Es ist eigentlich wirklich nur leicht feucht. Ist eigentlich echt gut. Ich denke mal, dass das beim Wetter wie heute in 1-2 Stunden trocken ist und man dann wieder richtig drauf sitzen kann. Positiv ist auch, der Geruch riecht echt super frisch. Also das ist wirklich ein schönes Zeug, was da mitgeliefert wird. Und das riecht echt angenehm. Schwierig waren hier solche Stellen wegen dem Absaugen. Wenn man hier mit den Fingern reingeht, da ist es eigentlich ein bisschen feuchter. Also da ist es ein bisschen schwierig mit dem Absaugen. Und auch hier, ne, ist immer noch Dreck drin. Und auch hier diese Übergänge hier am Rand, das ist ein bisschen schwierig. Aber nichtsdestotrotz, ich bin gespannt, wenn es dann richtig trocken ist, wie sauber es geworden ist und ja, vor allem wie lange es dauert, bis es trocken ist. So, hier kommen wir zum Staubsauger. Ganz schön laut, das Teil. Also es ist wirklich laut, das Ding. Es hat viele Stufen. Es ist ein bisschen komisch, dass man so lange gedrückt halten muss bei unserem Handstaubsauger. Also bei unserem Handstaubsauger, bei unserem anderen Hausstaubsauger ist es so, dass man so einen Regler hat, wo man einstellen kann, was man gerade haben möchte. Hier muss man gedrückt halten, um diese maximale Stärke hinzukriegen. Und dann leuchtet hier auch noch die Lampe rot. Das ist eigentlich ganz witzig. Hier hat man die Pumpe. Ich habe jetzt für die Couch ungefähr, ja, 2 Liter verbraucht. Ein bisschen ist noch was drin. Ich musste einmal nochmal 1 Liter nachfüllen. Genau, und etwa 2 Liter habe ich jetzt für die Couch gebraucht. So, jetzt kommt das Geheimnis, wie viel Dreck haben wir weggekriegt. Hier haben wir irgendwie tatsächlich gar nichts gesehen. Also hier wird auch nichts feucht oder nass oder sowas. Keine Ahnung, schade. Habe ich ein bisschen gehofft, dass wir da ein bisschen mehr sehen. Genau. Und ich vermute mal, das funktioniert jetzt so. Die Luft kommt hier natürlich rein, ja, also durch das Rohr, geht dann hier rein, geht in den Kanister und kommt hier wieder zurück und wird hier wieder nach hinten ausgestoßen. Genau, das ist, glaube ich, so das Grundprinzip von dem Staubsauger hier jetzt. Und genau, deswegen sehen wir jetzt hier so eigentlich nichts. Das Maximale, was wir vielleicht jemals sehen werden, ist vielleicht mal ein bisschen Staub. So, jetzt bin ich gespannt. Boah, wow, hat ordentlich Wasser weggekriegt. Boah. Wow. Boah, wow, ist das krass. Schau mal. Boah, wow, ist eine Brühe. Alter. Wohlgemerkt, wir haben die Couch erst vor kurzem sauber gemacht, ja. Alter, krass. Seht ihr das? Boah, wow, ist eine Brühe. Alter, ist das übel.
Und die, das ist auch nicht mehr flüssig, das ist voll zäh. Schau mal, das ist so richtiger Schlamm. Boah, das ist mir ja jetzt schon fast peinlich. Okay, ich würde sagen, wir kippen das jetzt mal in die Toilette. So, liebe Leute, haltet euch fest. Wir machen das jetzt mal auf. Boah, Alter, das ist echt krass. Boah, was da rausgekommen ist. Von einer sauberen Couch. Die war jetzt nicht mega dreckig. Ein bisschen schon, aber das ist ja Wahnsinn. Boah, Alter, krass. Das ist eigentlich schon echt. Das kann man ja schon gar nicht in einem Video zeigen. So, ich habe mal hier einen Eimer hergeholt. Der ist zwar nicht perfekt sauber, aber damit wir einfach mal sehen, was da jetzt rauskommt. Warte mal, ich mach mal Licht an. So. Boah. So sieht das Wasser in etwa aus, wenn ich die ganze Wohnung geputzt habe. Dass das alles in einer Couch jetzt drin ist, das ist, ja, krass. So, jetzt müssen wir natürlich das ganze Ding, boah, schau dich das mal an. Vieles sind natürlich auch Tierhaare, ja. Sieht man hier, vor allem die Amy, die verliert schon ein bisschen viele Haare. Ich möchte jetzt nicht wissen, wie das zum Beispiel aussieht, wenn ihr mal einen Golden Retriever zu Hause hat. Der dann da, ja, das kennt man ja, wenn man so einen Golden Retriever einmal mit der Hand durch und man hat plötzlich ein Kilo Fell in der Hand. Boah, wie da, das sieht man ja auch nicht, ja? Das ist ja das Krasse. Da kannst du schrubben und saugen, wie du willst, und das sieht man nicht. Aber der hier, der hat das jetzt echt rausgeholt, das ist der Wahnsinn. Das ist echt krass. So, und da ist nochmal der grobe Filter, der dann so große Sachen abhalten soll, oder? Ne, wieso ist da, wieso ist hier... Wie funktioniert denn das? Warum ist da so ein... Stoppen, keine Ahnung, vielleicht wenn es zu voll ist oder sowas. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Okay, an der Seite steht ja auch maximal, ne? Min? Hm. Naja. Alter Schwede, was da rausgekommen ist, das ist scheiße. So, ich mache das jetzt mal sauber. So, wieder sauber. Hat sich relativ leicht sauber machen lassen. Das Ganze perlt hier echt gut ab, das Wasser. Einfach unter fließendes Wasser halten und dann glänzt das da wieder wie neu. Ja, mega geiles Teil. Mein Fazit, ich freue mich schon damit noch mehr zu putzen, ganz ehrlich. Ich freue mich schon, diesen Teppich hier zu putzen, aber das machen wir erst, wenn wir die Wand gestrichen haben. Dann freue ich mich, das mal im Auto auszuprobieren. Und ich bin auch sehr gespannt, wie damit sich Laminat putzen lässt, also Hartboden und Fliesen. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Und ich denke, da werde ich euch auch wieder mitnehmen. Nicht mehr aber in diesem Video, sondern in einem der kommenden Videos, um einfach nochmal so irgendwie festzuhalten, wie krass man das sauber machen kann alles. Obwohl man denkt, dass das schon sauber ist. So, jetzt gehe ich nochmal runter. Lackieren. Und dann, glaube ich, mache mal ein Paket auf. Mein Paket, das vorhin noch gekommen ist im Video. Und dann streiche ich mal